Mr. Mike. Mr. Mike, ich möchte dir mal mein Feedback geben nach einer Woche PlayStation 5 Pro. Ich habe wirklich jeden Tag gezockt und ein Spiel hat es mir am meisten angetan. Ihr seht es schon hier, Ghost of Tsushima. Alter, da muss ich echt sagen, da habe ich so einen krassen Unterschied gemerkt. Bei Spider-Man 2 habe ich den Unterschied schon extrem gemerkt. Und es sind überhaupt so ein paar Spiele, wo man einfach, ich weiß nicht, was da so rausgekitzelt wird, wahrscheinlich auch das Raytracing, vor allem, weil das ist so mit diesen Lichteffekten und diesem extra Glanz dazu, das ist doch nochmal was ganz, ganz anderes. Ich weiß schon, so viele Leute immer mit den Frames, wie sie immer abgehen, vor allem die PC-Nutzer, so oh, unter 30, unter 60 spiele ich schon gar nicht, 120, 240, ich weiß schon so. Dieses PC-Gelaber ist schon mal bei Konsolen sowieso total überflüssig. Also das ist echt was, eine Unterhaltung für Dumme. Ne, finde ich persönlich. Ich meine, es ist doch Fakt. Ne, jeder Mensch weiß, dass ein PC mehr Leistung hat. Wieso muss man sich auf so ein Niveau überhaupt herablassen? Ne? Ihr tollen PC-Spieler, gebt euch doch nicht mit uns Konsolenspieler ab. Ne? Ihr seid so toll und ihr wisst schon, hey, was für ein dämliches Gelaber, sparen wir uns das. Wir gehen zurück zur PlayStation 5 Pro, weil die ist einfach aktuell. Und der Preis vor allem natürlich, 800 Euro, ist der gerechtfertigt. Das ist ja überhaupt das Thema schlechthin, über das sich die ganzen Leute immer unterhalten. Und gerechtfertigt in der Hinsicht, glaube ich, es ist wirklich zu teuer. Ne? Aber das, was man hier jetzt rausbekommt für das, hat schon einen Mehrwert. Aber ob es mit dem Preis gerechtfertigt ist, man könnte auf jeden Fall, glaube ich, nochmal 200 Euro runtergehen. Aber ich bin doch so gefesselt jetzt auch wieder. Ich bin ein sehr großer Fan von diesem Spiel auf jeden Fall. Und durch die PlayStation 5 Pro habe ich jetzt wirklich so lange gezockt, bis ich die Platin-Trophäe erhalten habe, weil ich an einem Tag jetzt vorgestern 10 Stunden dieses Game gesuchtet habe. Also die Licht, es ist so unglaublich besser geworden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Update bekommen hat, weil Spider-Man 2 zum Beispiel hat ja ein extra Update bekommen für die PlayStation 5 Pro. Das hier eigentlich nicht. Call of Duty hat eins bekommen. Da merke ich zum Beispiel den Unterschied nicht so krass. Also es ist wirklich auch abhängig von dem Spiel. Und natürlich das Allerwichtigste von deinem Gerät, wo du es anguckst, auf deinem Fernseher. Hat der 4K? Ist der OLED? Ist der QLED? Weißt du, das sind so viele Faktoren. Dann kannst du noch mit den Einstellungen herumspielen, wie das Bild besser ist. Es ist bei Space Marine. Hat das ein Update bekommen? Da habe ich auch einen krassen Unterschied gemerkt. Um einiges geiler. Und es sind immer wieder so ein paar Spiele, wo man sich denkt, Alter, wie viel geiler sieht das bitte aus? Ne? Es ist nicht nur diese Frames, die wo mehr laufen sollen. Ich glaube, das ist bei der PlayStation 5 Pro unrelevanter. Es ist mehr so Raytracing, was da noch mitspielt. Das ist, glaube ich, echt dieses extra glänzende und spiegelnde. Das ist echt krass. Das ist wirklich echt krass. Und da finde ich, habe ich auf jeden Fall einen krasseren Unterschied gemerkt als überhaupt. Also das macht echt Bock. Aber wie gesagt, PC-Spieler, dass die PC-Spieler eigentlich immer überhaupt daherkommen. Und dann immer, weißt du, ich meine, dieses Level, das, da muss man doch auch ein bisschen dumm sein, oder? Da muss man, man muss es leider so sagen, man muss ein bisschen dumm sein, wenn man da wirklich immer wieder daherkommt. Mein PC, ja, zahle ich 500 Euro mehr und bekomme was viel. Hey, ja klar, wir wissen es schon. Alter, es ist unfassbar, ne? Wie gesagt, ist dir der Preis zu hoch für die PlayStation 5 Pro, kauf dir einen PC. Nur, dass du es mal nochmal hörst. Aber man muss es ja immer wieder hochholen. Naja, egal. Ich finde es geil. Und natürlich, Laufwerk habe ich mittlerweile auch. Ich werde auch oft gefragt, wie laut ist mein Laufwerk? Ich höre es einmal, zweimal, wenn es halt hochfährt, wenn es lädt, wenn das Laufwerk mal kurz arbeitet. Ansonsten ist die flüsterleise. Ich höre nichts. Jetzt gerade auch. Ich höre nichts. So ein bisschen Summen eventuell, aber es ist so minimal, weiß ich darüber. Mein PC zum Beispiel ist genauso laut. Die sind genauso laut. Aber ist auch wieder unterschiedlich. Was hast du denn für einen PC? Was hast du für einen Lüfter drin? So viel. Preis gerade fürs Laufwerk, auch eine absolute Frechheit. Unter 250 Euro bekommst du kein Laufwerk. Total irre. Ich habe mir eine zweite PlayStation geholt. Eine Slim, Laufwerk getauscht, PlayStation weiterverkauft. War jetzt auch nicht das ideale Geschäft, aber ich habe mir gesagt, Winter steht vor der Tür, ich habe jetzt noch viel frei, ich kann zocken, möchte ich genießen, möchte ich mir gönnen, habe ich gemacht. Ich bin zufrieden, obwohl ich dafür so viel Kohle gelassen habe, ne, war das dann doch mit Laufwerk an die 1000 Euro mit Laufwerk und mit der Konsole. Krasser Batzen Kohle, aber das ist immer das Ding, wenn du so viel Kohle raushaust, am Ende das Gefühl, fühlst du dich verarscht oder findest du es geil?
Und ich muss sagen, ey, ich finde es mega geil. Ich habe echt die Platin-Trophäe geholt. Ich möchte es einmal sagen, das ist mein erstes Spiel mit Platin-Trophäe, ohne Witz. Hier gibt der Ghost of Tsushima 100%, Mann. 100%. Nice. Das hätte ich echt, weil es ist wirklich sehr zeitaufwendig. Und es hat mich einfach so, es hat mir so Spaß gemacht, auch die Umgebung und die Landschaft mit dieser Grafik zu erleben. Ja, das war echt, ich habe es ja davor schon lange gezockt, weil in 10 Stunden schaffst du diese Platin-Trophäe nicht. Und daher, hey, es ist wirklich mega, mega geil, Mann. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Und da merkst du es halt. Es sind solche Spiele auch absolut empfehlenswert. Ghost of Tsushima, Alter, es ist ein absolutes Meisterwerk. Gönn dir dieses Spiel, Mann. Es ist so fett. Und Space Marine kann ich auch nur empfehlen. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt aus. Gönnt euch. Nice. Meine erste Platin-Trophäe, oder? Gerne Feedback zu euch, wer die PlayStation 5 Pro hat. Was sagt ihr? Natürlich, ach, PC-Spieler, los, haut raus, wie geil euer PC ist, wie scheiße die PlayStation ist, wie scheiße die Konsole. Alter, dieses Gelaber, Alter. Feedback geben eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Yo, Mr. Mike, Mike. Yo, Mr. Mike, 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 Mr. Mike, Mike.